Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Video hier zu unserem Bussimulator mit der neuen Kartenerweiterung. Ich muss gestehen, mir ist leider eine kleine Panne passiert, eine technische Panne, weswegen ja jetzt zwei Folgen dahingerafft sind. Problem an der ganzen Sache war, dass der Ingame-Ton gefehlt hatte. Das ist ein technischer Quatsch, den ich nicht verstehe, wo ich auch nicht weiß, wo das Ganze liegt. Ich muss OBS halt, wenn ich eine Konsole aufnehmen will oder streamen will, immer zweimal starten, damit ja der Ton aufgenommen wird. Weil beim ersten Mal starten von OBS ist der Ingame-Ton nicht mit dabei. Ja, das wollte dann auch Ganze dann auch heute nicht mit dem Stream Deck funktionieren. Also ihr merkt ja, also alles ringsrum, ja, war dann halt total Blackout. Ja, dementsprechend sind jetzt zwei Folgen dahin. Ja, man hat nur mich gehört, ja, wie ich schwer atme. Und das wollt ihr euch jetzt nicht antun. Die Aufgabe ist aber fast identisch wie mit der letzten. Nur, dass wir jetzt vor der Aufgabe stehen, dass wir jetzt den Flughafen freischalten. Ich zeig euch mal, wir sollten jetzt hier eine Tour basteln. Mit der 63. Und da sieht man eigentlich ganz gut, ne, wie wir fahren mussten. Also vom ZOB über Rathaus, Hauptbahnhof, dann geht es weiter hier über die Autobahn und dann rein in Kerstadt. Da sollten wir dann nochmal 6 Haltestellen anschließen. Da sehen wir hier auch nochmal, ne, erstelle eine Strecke, die folgende Haltestellen verbindet. Genau 4 Haltestellen, zentraler Omnibusbahnhof, Hauptbahnhof, Rathaus und das Wissenschaftszentrum. Das finden wir hier unten. Und sowie mindestens 6 weitere Kerstadt-Haltestellen und fahre die Strecke. Jetzt fehlt uns noch, erhöhe alle Level aller Kerstadt-Bushaltestellen auf Level 8. Und hier sehen wir schon, ne, welche hier ja, schon blinken, welche wir jetzt definitiv jetzt nochmal fahren müssen. Dazu machen wir aber am besten, würde ich sagen, eine neue Linie. Ja, und schauen mal, dass wir das heute gebacken bekommen. Ihr seht auch, ich habe hier mal so ein bisschen rumgespielt. Auch in der Folge natürlich habe ich jetzt mal eine Expressroute gemacht, eine E0, ne, von Winfield nach Kerstadt Studentenwerk, um halt diese sogenannten Haltestellen hier anzufahren, die wir jetzt ja hier sehen aktuell. Das Ganze kann man natürlich bearbeiten, indem wir jetzt hier oben zum Beispiel hier jetzt hingehen können und können jetzt zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt hier auf X drücken, ja, oder bei mir auf der PlayStation jetzt hier auf X drücken, können wir jetzt hier zum Beispiel jetzt einfach sagen, das wird jetzt die E1, ja, und schon steht jetzt hier E1. Dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, hier irgendwas reinzuschreiben, was ihr wollt als Linie, ja, ihr könnt zum Beispiel einfach mal aus Jux und Laune, ja, Bio ist super, ja, das Ganze könnt ihr speichern. Und das wird auch vorne in eurer Matrix dann dementsprechend angezeigt. Können wir uns gleich mal angucken, wenn ihr das möchtet. Und danach werden wir nochmal eine, oder die eine Linie hier zumindest, das können wir mal speichern, ne, weil wir das ja sehen wollen. Werden wir jetzt nochmal ein bisschen erweitern. Und zwar war das die Linie 60, genau. Die werden wir jetzt nochmal ein bisschen bearbeiten. Nein, die wollen wir nochmal bearbeiten. Wir werden nämlich die anderen beiden Haltestellen nämlich noch mit dazufügen. Dann haben wir, fahren wir alle Haltestellen hier an, die hier existieren. Und ja, dazu müssen wir jetzt die Strecke nochmal bearbeiten. Wählen jetzt hier nochmal die 2 Punkte aus hier. Mhm. Mhm. Allerdings wollen wir die jetzt nach ganz oben haben. So. Und Winfield Ost als zweite Stelle. So, und hier müssen wir natürlich das Ganze denn Richtung verändern. Obwohl, eigentlich müsste es da jetzt passen. Wir fahren von Winfield. Achso, warte, wir müssen hier vielleicht die Richtung ändern. Und jetzt passt das. Genau, jetzt mussten wir hier nochmal die Richtung ändern. Und jetzt passt das Ganze. Das speichern wir jetzt. Und das sind heute, wie gesagt, unsere beiden Touren, die wir heute fahren werden. Deswegen gar nicht so lange labern. Wir testen es mal mit der E1. Hier unten nicht wundern, die blinkt zwar, die blinken alle gerade, weil das Ganze hier nicht ausgewählt ist. Hier merkt er zum Beispiel, hier blinkt gar nichts mehr. Ich weiß nicht, warum hier nichts mehr blinkt. Sieht für mich aus, als ob wir jetzt hier alle auf Level 8 sind, ja, aber es geht halt irgendwie gerade nicht weiter. Hier unten ist übrigens der Flughafen denn, ja. Und das ist so die Haltestelle, die jetzt freigeschaltet wird. Also von daher würde ich sagen, Bio ist super, los geht's. Wir machen heute am Tag. Wir hatten nämlich noch eine Nachtfahrt mit dabei, aber ist jetzt nicht so tragisch. So, wenn wir jetzt
gucken. Ja. E1 Bio ist super. Ja, also das kann man zweideutig tatsächlich sehen. Ja, ob Bio-Erdgas gut ist oder nicht oder so. Ne? Das funktioniert. Also ihr könnt hier eure Linien beschriften, wie ihr das möchtet. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das ist ein geiles Update. Haben sie gut gemacht. So, aber wir wollen natürlich jetzt hier nicht jetzt Eigenlob hier, so, ne, sondern wir wollen natürlich heute auch ein bisschen fahren. Ja, es tut mir wirklich leid. Also das hat mich selber geärgert nach der Aufnahme. Ich dachte mir schon so, ah, da ist was schief gegangen. Bei der zweiten Aufnahme. Da dachte ich mir schon so, ah Mist, okay, vielleicht kann man da nochmal drüber hinwegsehen, dass da jetzt so vielleicht der Ton fehlte oder so. Aber nein, es fehlte halt bei beiden Folgen einfach der Ton, weil ich es dann halt nicht umgestellt hatte. Und danke. Viel verpasst habt ihr jetzt aber in dem Sinne jetzt nicht. Wir haben es jetzt vielleicht ein bisschen abgekürzt, ja. Aber ich denke mal, damit. Danke. Kann man auch irgendwie leben, so halbwegs. So. Ja, jetzt habt ihr natürlich auch alle wahrscheinlich die Kartenerweiterung gekauft, denn sie ist ja jetzt offiziell erhältlich. Astragon oder Still Alive hat ja auch nochmal zum Release nochmal einen schönen Livestream gemacht gehabt dazu. Fand ich eine coole Sache. Allerdings glaube ich nur auf Facebook, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie unsere Wenigkeit hier mit der neuen Erweiterung und hoffen natürlich, dass es hier noch deutlich weitergeht. Ja, vielleicht erwartet ja uns doch noch der ein oder andere Überraschungs-DLC. Das wäre natürlich absolut großartig. Und ja, was ich zum Beispiel auch noch gesagt hatte, ist zum Beispiel, ja, mir fehlt es leider so ein bisschen hier auf der Konsole mit Modifications, ja, so ein Mod-Hub oder sowas, wie es den im Landwirtschaftssimulator gibt. Das wäre natürlich eine richtig großartige Sache, denn ja, man hat mir Bilder zukommen lassen, wo neue Busse reingemoddet werden, jetzt hier in den Bussimulator für die PC-Version. Ja, es gibt ja bereits schon eine Mod, den Solaris Urbino der vierten Generation. Den kann man sich ja im Steam Workshop kostenlos runterladen für den Bussimulator. Ist aber halt auf den Konsolen tatsächlich nicht möglich, weil man hier halt diese Anbindung nicht mit drin hat, dass man hier Mods hochladen kann. Und ja, Still Alive und Astragon dürfen diese Mod natürlich dann nicht einfach nehmen und sie in die Spiel integrieren. Das würde gegen verschiedene Richtlinien verstoßen. Deswegen gibt es diesen Solaris Urbino der vierten Generation nicht. Jetzt aber, wie gesagt, ist ein neuer Bus aufgetaucht und ich hoffe, dass wir den auch demnächst vorstellen können. Sobald dieser released wird, packe ich den natürlich hier mit in der Playlist mit rein. Dann gucken wir uns die PC-Version mal an denn und schauen mal, ja, wie die Modbusse so sind. Ne? Werde ich euch natürlich auf jeden Fall da weiterhin auf dem Laufenden halten. Das Ganze, wie gesagt, also der Solaris Urbino der vierten Generation war eigentlich schon fast so ein Release online. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Wie gesagt, war direkt zum Release, glaube ich, gleich online gewesen. Fahren Sie ein Rennen? So. Ja. Ich bremse ja schon ab. So. Genau, und jetzt soll der erste Doppeldeckerbus kommen von MAN. Der Lion City Doppeldecker. Und ja, von den Bildern her sah er schon ganz gut aus. Mal gucken. Also wie gesagt, sobald der released ist, werden wir uns den dann mal in der PC-Version anschauen. Das ist natürlich ein Vorteil von der PC-Version, die hier so leider ein bisschen fehlt. Dann solltest du ein bisschen schneller laufen. Bis dann. Gibt's ja nicht. Ja, da fällt mir übrigens noch was ein. Eins im Livestream hatten wir mal so ein bisschen zusammengerechnet.
die einzelnen DLCs, was der Preis ja heute beträgt, da ist uns tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Oder mir, ich hab's absolut vergessen. Und zwar... hier sehen wir, ne? Jetzt sind die beiden auch Level 8, okay. So. Ah, wir haben es sogar schon geschafft. Hallo, Michael Bach nochmal. Das hat spitze funktioniert. Einige Studenten haben bereits Jobangebote. Stadt und Bund verhandeln noch immer darüber, wer den Zugang zur Flughafenhaltestelle bekommen soll. In der Zwischenzeit haben wir eine andere Aufgabe bekommen. Wir sollen das Wissenschaftsministerium mit dem Rathaus verbinden. Dies wäre auch eine gute Gelegenheit, die Anbindung von Kerststadt an den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Gut, das haben wir ja nun schon. Ne? Also, da sind wir ja gerade dabei. Aber jetzt habt ihr zumindest auch mal diesen Funkspruch da oder diesen Spruch da noch gehört. So, wir müssen allerdings jetzt die 60 noch nehmen. Die wollen wir jetzt ja noch fahren. Und ich dachte mir so, heute einfach mal MAN wieder Zeit. Nimm mal den kleinsten, den es hier gibt, den A47. Ja, das wäre ja auch mal wieder eine schöne Sache. Ich finde ja ganz putzig, dass dieser hier mittlerweile auch existiert. So, genau den. So, haben wir jetzt doch noch unsere Nachtfahrt. Was ist denn hier los? Na, was war denn das jetzt? Das geht besser, Leute, das geht echt besser. Das ist ich hier. Hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Danke. Oh, was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. So. Genau, also wir waren ja wie gesagt bei den DLCs stehen geblieben, die ja Inneneinrichtungs-DLCs, die waren ja kostenlos, die haben ja gar nichts gekostet auf den Konsolen, die hat man ja, ja praktisch kostenlos dazugegeben, ja, für jeden Bus-Simulator-Besitzer, für die PlayStation 4 und die Xbox One. Ich habe es mir vergessen, weil nämlich damals die PC-Version die hat gekostet und dadurch ist mir das komplett untergegangen. Ja, also das müssen wir hier nochmal klarstellen, also haben wir hier wirklich bloß die beiden Bus-Packs, die man hier bezahlen muss und jetzt halt... ja. Die Kartenerweiterung, ne? Versucht uns zu überholen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten mit. Einzelne Standards. Genau. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Student. Danke. So. Genau, also das waren so die Themen, die ich unbedingt ansprechen musste, also mal ein bisschen korrigieren musste. Vielen Dank auch für all euer Feedback, ja, eure Kommentare unter den Videos zum Bus-Simulator oder auch beim Livestream. Ja, gerade beim Livestream ist es immer ein bisschen blöd, ne? Fahren und währenddessen Nachrichten lesen, das ist eine ganz, ganz böse Mischung. Deswegen, ja, hatte ich mein Team dabei. Weil das einfach am besten funktioniert. Mit der Zeit ist mir das halt so aufgefallen, nach all meinen Jahren, die ich jetzt hier schon auf YouTube bin, dass das halt wirklich dann eine ganz, ganz schlechte Kombination ist, wenn man dann sich jetzt halt hier beim Busfahren konzentrieren muss und dann noch dazu den Chat lesen. Deswegen habe ich mir hier praktisch so eine Vorleser mit dazu geholt, dass die Fragen einfach vorlesen können und ich dann hier mich weiterhin konzentrieren kann, aber dementsprechend auch eure Fragen kommentieren kann halt.
Ja, also nicht wundern. Wie gesagt, so ein Livestream ist eher selten der Fall. Wie gesagt, nur wenn es zum Beispiel irgendwelche Neuerscheinungen sind oder sowas. Oder wenn wir jetzt ja zum Beispiel unsere ganzen Leitstellenfahrten zum Beispiel machen, die jetzt aktuell ein bisschen ausgesetzt sind. Weil irgendwie der Bedarf aktuell nicht da ist. Das ist bei uns so ein bisschen wie auf Nachfrage, ja. So ein bisschen wie im Einzelhandel, ja. Wenn die Nachfrage nicht da ist, dann gibt es auch keinen, so in dem Fall. Ui. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben, aber das selbstverständlich. So. Danke. Ja, bitteschön. Eine Fahrkarte. Bitte. Eine Fahrkarte. Tag, Standard und Flugin und 3,80 Euro. Danke. Ja, bitteschön. Und wir fahren weiter. Warlock. Zu viel Buffy geguckt. Zu viel Buffy. Also mit dem Einlenken kriege ich irgendwie gerade nicht hin. Mit dem blinkenden Einlenken. Bis dann. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln, Standard, Drucken und 2,80 Euro. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, wieso wollt ihr denn heute jetzt alle Fahrkarten kaufen? Das ist unglaublich. Danke. Bitteschön. Tankstelle. Ja, wie gesagt, man könnte jetzt zum Beispiel die Routen jetzt in verschiedenen Bezirken auf 100, 200, 300 machen, so wie es ja im realen Leben teilweise auch ist. So bei uns jetzt hier zum Beispiel in Berlin ist das ja, so umgesetzt worden. Könnte man jetzt hier natürlich auch machen. Kann man sich das Ganze dann irgendwie ein bisschen leichter merken, welche Linie ist jetzt von wo. Als wie sich jetzt hier Linien mit 1, 2, 3 merken muss, weil du siehst du von Weitem, ah, es ist ein Dreier. Wie kommt denn daher? Lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Tag, Senior, 2. Nicht schon wieder. Danke. Die Ungergasse. Ja, guck mal, der Bus ist echt leer. Das funktioniert ja nicht mehr, wenn du drin stehst. Dann haut das mit dem Blinker dann nicht mehr. Schade. Will keiner mehr einsteigen, dann fahren wir weiter. So ein leider Bus. Thank you.
So. Ja, so sieht's also aus. Ostern auch schon wieder vorbei. So muss das sein. Jetzt geht's wieder hoffentlich langsam in Richtung Normalität. Jetzt auch zwecks dem Ganzen, was da draußen los ist, alles ja nicht so schön. Fühlt man sich ja doch dann irgendwann mal zu Hause ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Und kannst mir natürlich vorstellen, dass der eine oder andere da bestimmt ein bisschen... Tja, Panik kriegt, dass er nicht mehr raus kann. Eine Fahrkarte. 3,80 €, ja bitte. Fahrkarte haben. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Brav gewartet. So stelle ich mir das vor. Aber so, das wollte ich mir jetzt nicht vorstellen. Dass wir fast hier als hier abreißen. Fahrkarte bitte. Einzeln, Standard, Nope, Student. Die Dips bin ich persönlich, dass ich jetzt nur in Euro-Münzen rausgegeben habe. Ganz schön lang, die Komfort jetzt durch diese extra Haltestellen hier, die wir haben. Ich glaube, die kennt ihr ja auch nicht. Das war ja bei der ersten Aufnahme, wo wir die Tour hier erstellt hatten. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Doch falsch gefallen. Achso. Wahrscheinlich hat nicht realisiert, dass wir die eine Haltestelle ein bisschen. Naja, spielt jetzt auch keine Rolle, weil. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Da passt das schon.
Da war eine noch. So, schauen wir mal. Ja, das war's. Hi, Michael hier. Gute Nachrichten. Wir haben endlich die Berechtigung für die Flughafenhaltestelle bekommen. Wir sollten diese möglichst schnell mit dem öffentlichen Nahverkehr und der Stadt verbinden, um den Reiseverkehr zu reduzieren. Bitte verwende nur deine besten Fahrer für diese wichtige Route. Das bedeutet einfach Assfahrer. Aber Leute, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ihr seht also, nächste Folge sehen wir spätestens jetzt den Flughafen endlich hier im neuen DLC. Also wenn ihr das sehen wollt, unbedingt wieder einschalten, würde ich mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.